Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blair Witch. Wir sind hier gelandet. Im Haus, aber schon in der letzten Episode. In diesem wunderschönen Wohnzimmer. Was? Okay. Boah, meine Hasen drehen auch noch durch. Mann, Mann, Mann. Also, falls ihr das Knallen gehört habt, das war meine Hasi. Der hat sich vielleicht von mir erschrocken und deswegen ausgeschlagen. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob dort im Gehege was gewesen ist. Ob die beiden sich gestritten haben, denn ich habe heute lecker Möhrchen mitgebracht. Mit diesem Möhrengrün außenrum. Okay. Das Haus baut sich wieder auf, oder was? Ach, krasser Scheiß. Es wäre noch cooler, wenn der Boden jetzt auch noch sauber werden würde oder so. Ups. Er verleiht dir Kraft. Nee, es verleiht dir Kraft. Es gewährt dir die Chance, Lehm in deinen Händen zu halten. Berührst du die Zweige, dann gehst du mit deinen Fingern durch ihre Knochen. Drückst du sie nach unten, brichst du ihre Wirbelsäulen. Sie beobachtet dich dabei. Hebst du sie einmal auf, wird sie dir niemals erlauben, sie wieder abzulegen. Und ihr Flüstern wird mit jedem Ballen deiner Faust süßer. Diese Männchen, wo die Fotos drin hängen von den Menschen, heißt das, das sind sowas wie Voodoo-Puppen? Und jedes Mal, als wir die zerstört haben, haben wir im Sinne der Hexe gehandelt und die Menschen getötet? Ist das so gemeint? Das ist aber dann fies, weil es gibt Errungenschaften dafür, dass man, alle findet, wollte ich sagen. Also irgendwie befriedigt mich das, dass das hier sich so schön wieder aufbaut. Sind den ganzen auch ein bisschen das Gruselstimmungsding? Und das geht nicht auf. Als irgendwie Schönes. Voll schönes Element. What's done is done. No point dwelling on the past. Boss ist hell vom Fenster. Okay. This is your chance to do something good, Alice. Don't waste it. Okay. Okay. Kein Happy End. Jetzt habe ich nicht zum Jumpscare geguckt, das tut mir leid. Was? Du gehörst zu ihr. Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Das wäre süß, wenn die Blair-Hexe das singen würde.
Okay, wir passen nicht durch die Tür. Aber wir haben ja wieder Spuren. Es ist einfach zu viel. Ich kann nicht mehr. Ich werde dich nicht mit runterziehen. Wieso zieht sie uns mit runter? Ich denke, wir sind der mit dem Problemchen. Was ist das? So ein Portemonnaie oder so? Ich kann es nicht drehen. Okay, ist aber nichts hier drüben. Ich komme hier nicht lang. Ich denke, wegen dem Stuhl. War der weiße Fleck hier auf dem Tisch schon, bevor wir es berührt haben? Oder erst jetzt? Habe ich nicht aufgepasst. Weil wenn wir es waren, der es weiß gemacht hat, dann sind wir auch der Baummann. Ich passe nicht durch. Hier bricht doch gleich wieder irgendwas durch, oder? Okay. Was ist hier? Die geht nicht auf. Okay. So, how many years has it been? Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt mit den Zweigen, wenn wir welche finden? Weil ich höre gerade dieses Rauschen schon wieder. Machen wir die kaputt oder lassen wir die ganz? Ah, hier ist jetzt so ein Ding. Dann ist es halt wirklich das Schreien, was wir da immer wieder wahrnehmen. Es wäre halt cool, wenn man eine Methode gemacht hätte, zum Beispiel, dass man es kaputt machen kann. Oder dass man es leben lassen kann. Oh, you're in a charming mood today. Warte mal, vielleicht geht's hier lang. Ich möchte erstmal die Tür kurz probieren. Okay. Ist das ein Auto? Turn on the lights. What? The headlights. Ah, turn ja. Them on. Erinnert euch noch an die Szene, als wir angefunkt wurden? Wir sind das, wir sind der Stockmann. Jagen unserem eigenen Schatten nach, quasi. Sheriff. Wenn ich jetzt drücke, töte ich den, oder? Kann ich den einfach leben lassen und weitergehen? Nee. Muss doch einen Arsch offen haben, Mäuschen. Ah, ah. Ah, ah. Machen wir nicht. Anscheinend habe ich die Wahl, es zu tun oder es nicht zu tun. Und wir tun es nicht. Vorsicht. Okay. Bist du ein guter Mann, Alice? Ich gebe mir Mühe, also puh. Sei vorsichtig. Sieh nicht hin.
Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Naja, ich 10 Katzen, leckere Pizza. Okay, wohin? Was steht da? Wenn du hinsiehst, bist du tot. Sieh nicht hin. Wohin? Licht weckt ihn auf. Okay. Er ist hier links irgendwo, ne? Was steht hier? Folge diesem Weg. Oh, fuck. Oh, ich bin jetzt erschrocken. Scheiße, es gibt keine... Ich muss mich an ihm vorbeischleichen. Warte mal, wenn ich es ausmache? Nee. Wenn ich es... Wenn ich es ausmache, finde ich den Weg nicht. Das geht nicht. Okay. Okay, wisst ihr, was wir machen? Wir machen das Prinzip, was wir schon kennen. Wir gehen rückwärts. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Okay. Okay, muss ich die Treppe hinauf oder wo muss ich hin? Guck mal, es geht nach unten. Wir gehen einfach nach unten, weil es geht. Folge diesem Weg. Okay. Er ist hier wieder irgendwo, glaube ich. Ich höre ihn links atmen. Okay, ich sehe ihn nicht. Aber er muss in der Theorie irgendwo sein. Keine Ahnung wo. Da kommen wir nicht lang. Wir müssen also hier lang. Okay, der ist hier irgendwo. Ich habe keine Ahnung wo, aber hier muss theoretisch... Okay, hier ist eine Tür. Okay, wir wollen hier lang. Okay. Wir machen das doch ziemlich gut. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Okay. Warte mal, wenn ich es so mache. Oh, dann laufen wir furchtbar langsam. Ew. Okay. Aber ich soll dem Weg hier folgen. Ich höre ihn links irgendwo. Was fies wäre, wenn sie jetzt hier... Oh, ich muss klein werden. Wenn sie jetzt hier irgendwo Sachen versteckt hätten, ne? Wo ist die Spur? Ah, hier. Gib weg! Lass mich! Wo lang? Hier? Oder hier? Okay, hier ist nichts. Da ist nichts. Hier geradeaus oder was? Okay, hier ist eine Spur. Ihr geht hoch. Okay. We got a robbery in progress. Convenience store near Burkittsville Road. Those kids again? Yeah, probably. Okay. Bin ich hier richtig? Ich meine, es geht weiter, also offensichtlich irgendwas mache ich richtig. Aber... Okay. Keine Ahnung, was ich hier tue gerade, ne? Offensichtlich... Was war denn das? Adam? Do you copy, Alice? Over. Achso, wir sind in einem kleinen Schacht, okay. Hallo? Thank you.
nicht das erste Mal, dass ich das höre. Okay, der Geigerzähler, es geht ganz leise, deswegen habe ich... Okay. Was für den Gedanken, dass gerade alles okay ist. Nein. Okay. Ist das ein Büro? Von wem? Ja, die Flasche haben wir gefunden. Shit. Ist das? Off the record, Alice. What the hell happened? Adam? Ist das der Junge, den wir suchen? Ich weiß den Nachnamen nicht mehr und kann ihn gerade nicht mehr lesen, aber ist das der Junge, den wir suchen? Okay. Hier ist nichts mehr, ne? A local teenager allegedly involved in a convenience store robbery was shot by a police officer arriving at the scene. The suspect was transported to a nearby hospital in critical condition. Local authorities confirm that the suspect was unarmed. Unarmed. Okay, der Junge ist also nie im Wald verschutt gegangen, sondern wir haben den einfach, als er geklaut hat, erschossen als Bulle. Obwohl er unbewaffnet war. Und deshalb machen wir uns Vorwürfe. Okay, nach oben geht's nicht. Und gar keine Kellertür mehr. Die geht auch nicht. Wo soll man denn hin? Warum geht's doch nicht? Hab ich hier vergessen, was zu machen? Hier ist nix. Fernseher kann ich nichts machen. Ich komme da nicht hin. Ich steig nochmal in den Raum. Okay, hier geht nicht auf, ne? Nee. Okay. Im Krankenhaus, ne? I'm to blame for that. It's not where it all started, is it? Hier waren wir doch schon. I've seen this room before. Die ganzen Holzfiguren. Sind das wirklich die, die wir gesammelt haben? Nee, ne? So viele haben wir nicht geschafft, glaube ich. Huh? Noch eine neue. Okay. Here comes our handsome lad. Hey, is it true you shot your pretty face off in basic training? And what kind of girl would want you now? Your wife didn't seem to... Hey, shh. He's coming. Ich kann durch Wände gucken mit der Cam. Not him again. Ist das ein Soldat? Okay. Freunde. Sir. Sir. Yes, sir. Freaking butcher. Sir. 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 Hat er dem gerade in die Fresse gehauen mit einer Knarre? Warum? Sir. Sir. Sir.
Jo, danke und so. Fuck. Boah, krass. Das ist so traurig, ne? Also ich meine, jetzt Krieg auch allgemein. Blutigen Feldbetten und so. Krasser Scheiß. Hier was drauf? Nee. Okay. Wo jetzt lang? Alan Palmer. Ja, den kennen wir. Boah. Boah, Alter. Alter. Monarch, this is Foxtrot 1. We confirmed enemy soldiers at 2 o'clock. They are unaware of our presence. Out. Okay, der kommt wieder. Aber liebe Leute, bevor der uns dieses Mal vielleicht den Arsch aufreißt oder wir kommen vorbei, keine Ahnung, muss ich mich erstmal wieder beruhigen und ich mache eine Aufnahmepause. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Blair Witch. Bis dann. Tschüss.